Ja, hallo, ich habe hier mein Nvidia Shield und bei dem ist hier die Batterie für die Fernbedienung leer. Und deswegen möchte ich euch hier heute mal zeigen, wie man hier die Batterien austauscht. So, zuerst müssen wir mal auf das Ende, auf das hintere Ende hier der Fernbedienung gucken. Da sieht man hier diesen kleinen Punkt in der Mitte. Und genau dort müssen wir hier drauf drücken und das geht ganz gut mit einer Büroklammer oder einer Sicherheitsnadel oder hier, ich habe so einen kleinen Nagel, den ich dazu benutze, hier einmal kurz drauf zu drücken. Und sobald man das macht, dann springt hier diese kleine Schublade auf, kommt dann sofort raus und dann ziehen wir hier die raus und dort haben wir hier zwei Knopfzellenbatterien. Die sind hier vom Typ CR2032. Das ist eine ganz gewöhnliche Batterie, Knopfzellbatterie, die man eigentlich an jeder Tankstelle finden sollte. Um die leeren Batterien hier rauszunehmen, drücken wir einfach von der Rückseite hier dagegen und dann poppen die einfach raus. Und wenn wir jetzt hier die neuen Batterien einsetzen möchten, dann müssen wir erstmal hier unten gucken. Da sind hier nämlich diese kleinen, so eine kleine Nase quasi. Dort muss man die neuen Batterien als erstes einsetzen. Ich zeige euch das hier mal genau so. Und dann kann man sie oben einfach reindrücken und dann halten die auch richtig. Da beim Einsetzen natürlich darauf achten, dass wir die Batterien in der richtigen Orientierung einsetzen. Das heißt, wir müssen hier in dem Moment jetzt gerade das Pluszeichen hier, das müssen wir auf jeden Fall sehen können. Und nun können wir auch schon wieder alles zusammenbauen. Das heißt, wir schieben ja ganz einfach die Schublade wieder in die Fernbedienung hinein, bis sie einrastet. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann hinterlasst doch einfach unten einen Kommentar.